Akustikfalle. Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Oh. Wer wohnt denn hier? Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hält. Hörst du das? Infizierte. Leise. Tja, wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Dass es nicht noch mehr davon gibt. Fraglich, ich weiß.
Himmel! Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Sam! Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, wie kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, was? Sicher! Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Stand weg, verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf, los! Rausfinden, ja? Okay. Hast du gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Thank you.
gut. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Dir das an? Wie in der Schule? Warum hat es sie erwischt? Tja, wenn ich das wüsste. Sie haben sowas nicht verdient. Kannst du die Leiter runterholen? Ja. Mach schon. Na bitte. Gut gemacht. Na los. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang. Da drüben. Schnell. Das sind viele. Sally, geh weg von der Tür. Wir müssen zusammen versuchen. Sam! Er ist durchgekrochen! Was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hole uns hier raus! Na dann beeil dich! Los! Alle nach Hause! Na los! Seite auf! Mach schnell! Hey, na los, Sam. Dann bleib ich hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Los.
Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Oh. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Interessen. Ja. Ziemlich heftig, hm? Oh ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh. Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich in den Firefly bringt. Scheint das gut zu verstehen. Ja, und jetzt? Jetzt kann man die richtige Runde. Nicht wahr, John? Thank you.
das war keine gute Idee, oder? Wie war es hier ohne Infizierte? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Ich war erst 5, als der Cordyceps kam. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnen. Was weißt du noch? Oh. Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Ich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich. Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Okay, dann mal los.
Das ist gut. Da ist noch einer.
Oh.